Nee, hier ist gar keiner. Ich bin nicht zu Hause. Hallo? Bitte hilf mir. Mensch, Mama! Ja, ich bin aber ganz schnell woanders. Aber sowas von mega schnell, Alter. Du hast Sonic, denkst du, ist schnell, Alter. Aber hast mich noch nicht gesehen. Ja, warum nicht? Weil ich so schnell bin, Philipp. Wir reden heute über eine ganz andere Folge. Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt! Oder wie ich es nenne? Hilf mir! Alles, was Philipp ist. Hat sie einen neuen PC gekauft. Geld ist jetzt weg. Aber gut angelegt, Philipp. Bitte haut eine Bewertung raus und schreibt einen Kommentar, okay? Ich brauche Vorschläge für andere Videos. Quarantäne tut mir nicht mehr gut! Ich will Philipp wiedersehen, ich will ihn umarmen können und ich will ihm einfach eine Reinhauung. Aber jetzt mal ernsthaft. Da, hier, er ist wunderschön, ich weiß. Da fliegt er weg. Aber ihr könnt ihn einfangen. Er ist da unten. Guck mal, wie er findet. Spinnst ja, du? Wieso? Also ich hab geklopft, du hast mich nur nicht gehört. Was fällt dir ein, einfach in mein Zimmer reinzukommen? Können wir ganz kurz festhalten, dass er sich gerade die Palme geschüttelt hat, den Krieger gewürgt hat, die Kobra gezähmt hat und seine Mutter jetzt einfach in sein Zimmer reinkommt, um mit ihm zu reden? Gib ihm doch bitte wenigstens die Minute der Schande, Alter. Der muss mal ein bisschen runterkommen. Ja, dann sperr doch ab, wenn du so einen Scheißkram hier machst. Mann, was kann ich dafür, wenn dieser scheiß Schlüssel von der Tür irgendwo verloren gegangen ist? Ja, hör zu, ich wollte auch eigentlich nur noch mal mit dir reden. Hä? Sie sagt, er soll abschließen? Er sagt, der Schlüssel ist weg und sie sagt, ja, aber jetzt lass mal reden. Nachdem er vor 3 Sekunden den Schleudergang angelegt hat, Alter. Ich hab dich gerade beim Fixen erwischt. Aber ich wollte ja immer mit dir reden. Seems legit. Geschichten, die das Leben schreibt, genauso. Ist das nicht mein Glas? Ja, dein Glas. Was ist das? Das ist eine Travel. Sag mal, bist du von vorgestern? Weißt du nicht, was eine Travel ist? Also weißt du, ich finde, das Ganze geht jetzt wirklich zu weit. Was? Eine Travel? Und will der reisen, Alter? Doch, wenn ich mir den Fernseher so anschaue, wohl ins letzte Jahrtausend. Ich weiß ja nicht, was die Kids von heute machen. Aber ich habe mir noch nie eine Wichsrinne mit 2 Schwämmen und einem Glas meiner Mutter gebaut, okay? I don't know, bro. You do you. Und warte mal! Hat sie jetzt an ihrer Hand? Spritz, 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 Spritz. Ich glaube, ich bin immer noch befleckt, Philipp. Wenn man so tun möchte, als hätte man Sport gemacht, Philipp, kann man sich auch einen Schweißfleck machen. Mann, Alter, ihr habt so doll gearbeitet, Leute, in der Quarantäne. So viel Sport gemacht, das könnt ihr gar nicht glauben. Aber es ist echt weird, Mann. Ich habe schon viel erlebt, ich habe schon viel gesehen. Aber seiner Mutter ihr scheinbar einziges Glas zu stibitzen, um da reinzulunzen, ist echt nicht in Ordnung. Es ist wirklich nicht okay. Er hätte einfach lügen können, er hätte auch sagen können. Ja, ich habe da was drin verloren. Geht doch raus! Du verstehst das nicht, wie du ihm und ihr beide mir wehgetan habt. Würde ich mir lieber einen Arm brechen, als das weiterzusehen. Alter, das ist echt schrecklich. Er ist voller Hormone. Er weiß wahrscheinlich nicht, wohin damit. Doch, ins Glas, Philipp. Was bestellt der Junge sich im Online-Shop aus Japan? Keine Ahnung. Oh, wir sind RTL. Wir machen keine kostenlose Online-Werbung für einen Online-Shop aus Japan. Ja, das ist wirklich der beste Name für einen Online-Versandhandel. eBay sollte sich auch umbenennen in Auktionshaus in Deutschland. Und viel Mann Brillenladen aus Deutschland. McDonald's, vergesst den Namen, Alter. Schnell den Biss aus Amerika. Das prägt sich viel besser ein. Ich hätte jetzt gern ein Happy Meal, aber ohne Meal. Ja, ich hätte gern das Spielzeug daraus. Na, mein Schatz. Hallo. Lass mich einfach in Ruhe. Er ist also Postbote. Er geht von Schlitz zu Schlitz und lädt seinen Sack. Ich hasse mich. Und ich hasse dich, Philipp. Ja, brauchst gar nicht so traurig zu gucken jetzt da. Bei deinem neuen PC. Mit der RTX-Grafik. Animar, du wolltest mit mir auf einem Klo schlafen? Wie eklig. Deine Mutter war dabei. Andere Leute waren dort. Hä? Warum war die Mutter jetzt mit auf Klo? Und andere Leute auch noch? Was machen die alle zusammen auf der Toilette? Du hast recht. Du hast recht. Das war mein Fehler. Ja, ich bin schuld, Mädchen. Ich hab Mutter mit zum Kacken genommen, obwohl ich schon alt genug bin, um zu drücken. Er ist wirklich schuld. Es tut mir wirklich leid, aber du musst mich auch verstehen. Guck mal, ich bin ein Mann, du bist eine Frau. Alter, ich bin auch ein Mann, okay? Aber ich nehme meine Mutter nicht mit zum Scheiß Maul, Alter. Du bist kein hässliches Mädchen, du bist geil, sexy. Wie soll ich dich beschreiben? Und dann kommt sowas halt hoch, verstehst du? Du bist kein hässliches Mädchen. Danke, Bro. Das ist ja übel die healthy relationship. Du bist nicht hässlich. Du bist nicht dumm. Ich finde dich nicht scheiße. Was man halt so sagt, wenn man sich liebt, ne? Ich sag sowas auch zu Philipp. Philipp, du bist nicht der schlechteste Cutter, den ich kenne. Philipp, hab ich gerade gelogen. Ich stell mir den Typen vor Gericht vor. Ja, Herr Richter, was soll ich sagen, ne? Die ist halt eine Frau, ich bin Mann. Ich hab Bedürfnisse, ja, bam, bam, bam. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Warum ist er auf einmal Kölner geworden? Keine Ahnung. Weiter geht's. Weil du weißt ja selber, Briefgeheimnis und so.
Ach, Briefgeheimnis hin oder her, papalapap. Was der sich die letzte Zeit hier abhält? Nee, ich habe hier schon richtig Angst vor dem Nächsten, was kommt. Ich guck da jetzt rein, was da drin ist. Wisst ihr, ich kann die Mutti da ja fast ein bisschen verstehen. Die ist halt verzweifelt, der Sohn hat nur Müll im Kopf. So wie Philipp. Aber, huhu, ich bin die Mama, ich kann das Briefgeheimnis umgehen. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ne, mit einem Blick ins Strafgesetzbuch würde ich die Entscheidung vielleicht aber überdenken. Ich kann aber in den Knast dafür kommen. Was ist das denn? Und nicht vergessen ist der Finger. Oben wird man nicht loben. Die kommt also aufgeblasen da an. Aus Japan. So eine richtig billige Puppe. Wird übersee. In einem arschgroßen Karton, der nur so groß sein muss, weil da jemand reingeatmet hat, verschickt. Nein, die haben wahrscheinlich nur ein ganzes Boot dafür gemietet. Ja? Nein, jetzt reiß, aber spinnst du? Sag mal, hat er sein Gehirn in das Glas seiner Mutter gespritzt oder was ist bei ihm nicht ganz okay? Nein heißt nein! Arschloch. Wirklich ein Arschloch. Gar nicht so witzig. Tja, Grenzüberschreitung 1a. Grenzüberschreitung! Sie stellt sich einfach hin und sagt quasi, tja, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Arschloch. Und wie muss man das in-universe verstehen? Gehen wir mal davon aus, hier wird wirklich was dokumentiert. Da sind so Leute dabei. Mit Kamera, Licht, Ton und dem ganzen Kram. Und die filmen dann einfach, wie er hier irgendwie versucht, ihren Parkplatz vollzustellen oder was. Und machen nichts dagegen. What the fuck? Erst macht sie mich geil, ja. Macht mich geil und dann irgendwie lässt sie mich abblitzen, ja? Keine Ahnung, was ist denn das? Die drehen eine Doku, Alter. Die haben einfach ein Interview geführt. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ist das eine Soap? Ist das eine Doku? Die Village People? I don't know. Er wichst an der fucking Tür. Auf die Mutter seiner Freundin. Leute, ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr, Alter, Philipp. Du machst es jetzt. Moin Leute, wollt ihr noch mal sehen, wie ich einen Fortnite Dance mache? Okay, ich mach doch weiter. Bevor ich irgendwas noch dazu sage, lass ich lieber andere Menschen in meinen Mund husten. Danke. Was machst du da? Was suchst du hier? Das ist der Friseursalon ihrer Mutter. Was sucht er da? Den Briefkasten, Alter? Warum soll ich bescheuert sein? Guck mal, wie geil die ist. Ja, Mama, sag nie wieder was gegen meine Katja. Bin sauer. Das ist nicht männlich, das ist scheiße. Was? Das ist nicht scheiße. Das ist Sparta. Richtig, der epische Tritt. Müssen wir aufpassen, hier sind technische Sachen, Philipp, okay? Mach, dass der Kick episch ist. Das ist Sparta! Wozu braucht man so einen Müll? Zum Reden! Wofür sonst? Genau wie das Glas, das war ja auch nur zum Trinken da. Eww. Er tut's schon wieder. Wie kann er die ganze Zeit? Warum? Warum schaut seine Mutter ihm dabei zu? Was ist hier nicht okay, Alter? Hallo. Ja, bitte? Wir wollen zu Yannick. Der hat in 2 Minuten geduscht, gefettet, sich abgetrocknet und 2 Weiber bestellt. 346 Minuten später. Komm mit. Bitte gehen Sie mal nach Yannick gucken, der ist total durch. Was? Die haben den einfach totgefickt und dann seine Mutter geweckt. Das ist sau rude, Alter. Du Scheiße! Bitte, was ist das? Ich glaube, dass das ein kleiner Philipp ist. Wir werden, denke ich, sogar die Feuerwehr noch zu Hilfe holen müssen, damit diese Ringe aufschneiden. Die Feuerwehr? Hat er sich ein scheiß Autowrack in die Harnröhre gesteckt oder was ist los? Einmal auffräsen! Vielleicht war es denn wenigstens jetzt mal eine Lehre. Willst du mich komplett verarschen, Alter? Die müssen die Feuerwehr rufen, weil dem 2 Mädchen offenbar die Eier zusammengetackert haben. Und seine Mutter sagt ein